Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Journeymans. Und wir gehen jetzt mal weiter und sind mit einem 5 zu 2 in der letzten Folge im Pokal weitergekommen. Dann gibt es die 2 zu 1 Niederlage gegen den Tabellenersten. Wir versuchten da auch eine neue Taktik. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu den anderen Spielen, da wo wir richtig vorgeführt wurden, hat die sehr gut funktioniert, vor allem gegen den Tabellenersten. Hätte ich mit mehr Gegentoren erwartet. So, also die Auslosung am 20. Dezember wird gespielt. Ah, jetzt habe ich nicht geschaut. Aber ich denke gegen den Erstligisten aus der Professional League. Aber das können wir dann schnell noch anschauen. Genau, gehen wir nochmal auf Nachrichten. Da. Ja, genau, gegen den Erstligisten. Die sind aktuell 9. Das heißt, im Mittelfeld. Das Mitarbeitergespräch, das ist klar. Auf Trainerlehrgang schicken. Und wir können aktuell wirklich keine Spiele holen, weil wir die dann nicht registrieren könnten. Und darum bringt es auch gerade nicht viel, neue Spiele zu holen. Weil die würden uns dann einfach nur Geld kosten und nichts bringen. So, also. Der hat eine zu hohe Gehaltsvorstellung. Schauen wir mal trotzdem. Der will Starspiel. Okay, nein, vergiss das. Ist auch zu hoch. Den könnten wir holen. Ersatztorhüter. Teilzeitvertrag. Wir geben ihm mal 800, mal schauen, ob er annimmt. Das nehme ich alles mal raus. Okay, dann will er halt auch nicht. Oder sollen wir ihn mal ohne Vertrag verpflichten? Nein, wir geben denen einen Teilzeitvertrag. Ja, wir zahlen mal 1000. Okay, das ist gut. Dann darf ich die Prämien nicht rausnehmen. Einfach Durchbruch, ein Teilzeitvertrag. Okay, der will auch nicht. Das ist gut. Okay, dann hätten wir einen Linksverteidiger. Das ist gut. Der gute Zielstrebigkeit hat, das ist auch in Ordnung. So. Geben wir dem schon ein bisschen mehr Gehalt. Und noch ein bisschen mehr Prämien. Vielleicht können wir das dann so ausmerzen. Okay, geht gut. Dann hätten wir einen guten Innenverteidiger, aber der will zu viel wohl. Stammspiele, okay, das ist dann wirklich zu viel für mich. Das auch, das könnten wir noch schauen.
weg, nur kleine Verträge abschließen. So. Müssen wir hier noch ein bisschen runter. Der will nicht. Okay, das ist auch wieder zu viel. Gute physische Werte, aber deutlich zu viel. Gehaltsvorstellungen. So. Sagen wir mal 1,5. Eine Torprämie bekommt er noch. Und eine Vorlagenprämie. So. Okay, der will auch nicht. Geben wir mal nur 2 Jahre, vielleicht 2 als Vertrag. Okay, will er auch nicht. Okay, das wäre dann ein Stürmer. Dann hätten wir auch noch einen Stürmer, der gut wäre. Beziehungsweise der dauerhaft wäre. Für den Klassenhalt gibt es noch 11.000. Gute Fitness. Einigermaßen guter Abschluss. Schnell ist er nicht gerade, aber beweglich. Ja, dann gebe ich dem Physio. Das haben sie auch angenommen. In Afrika haben wir jetzt auch Spiele. Scouting Fokus. Mal schauen, ob die kommen wollen. So. Vier bestehende Laien übernehmen. Okay, könnten wir. Wurde abgelehnt, wurde akzeptiert. Mal schauen, ob das Spiel auch Bock hat. Okay, das Spiel hat auch Bock. Okay, aber der verdient 79.000. Das ist schon ein bisschen viel. Dass unser Gehaltsbudget eigentlich riesig ist mit 1,3 Millionen, aber alle aktuellen Spiele fressen das gerade auf. Darum sind sie auch schon auf dem Transfer, auf der Transferliste. Versuchen wir dann zu verkaufen, wenn es dann wieder das Transferfenster geöffnet ist, weil wenn wir hier schauen. Der verdient 187.313.272.043.000. Das ist wirklich enorm für das, was sie dann auch leisten für uns. Klar, sie sind gut, aber ich hätte am liebsten ein ganzes Team, anstatt nur 3, 4 Spiele und dann nur also Ersatzspiele oder Ergänzungsspiele, mit denen ich dann nichts anfangen kann. Bin ich mal gespannt, ob diese Spieler dann auch kommen wollen, denn wir ein Vertragsangebot gemacht haben. Okay, das ist nochmal Pokal. So, schauen wir mal. Das ist die Bewerbung. Die
Probetrainings enden heute. Und allen, die bleiben wollen, haben ihr ein Angebot gemacht. Das ist gut. Okay. Okay. Der spielt in Brasilien. Der Club ist verschuldet. 21, mal schauen, ob wir hier etwas machen könnten. Angebot abschließen. Lassen wir mal so. Kräft ihn zu viel. Wäre aber eigentlich ein guter Ersatz, beziehungsweise ein für die linke Seite. Verdient auch zu viel, verdient auch zu viel. Ein weiterer Torhüter. Boah, der ist nicht schlecht, nicht schlecht. Und spielt in der Reserve. Dieser Club ist auch verschuldet. Schauen wir mal, ob wir den verpflichten können. Okay, ein Stürmer. Okay, der könnte auch gut werden. Club ist sicher auch verschuldet. Mal schnell schauen. Okay, nein. Die spielen in der zweithöchsten Liga. Haben gut Geld. Kleberson. Kleberson. Gibt es nicht auch einen Kleberson bei uns in der Liga? Den könnten wir auch mal anschauen. Okay, die sind klar verschuldet. Alle Teams in der dritten Liga sind irgendwie verschuldet in Brasilien. Schauen wir mal, ob der überhaupt Interesse hat. Ein Flügelspiele. Ich gebe mal ein Probetraining, mal schauen, ob er kommt. Der hat einen Vollzeitvertrag. Der wird wohl nicht kommen. Er spielt in Bahrain aktuell. Der hat auch einen Vollzeitvertrag. Schauen einfach mal, ob wir die Spiele. Okay, nein. Angebot abbrechen. Brasilien in einer ganz tiefen Liga. Kaputt abschließen. So, und weiter geht's. Okay, er ist an Verhandlungen interessiert. Das ist der Torhüter. Die sind alle interessiert. Der kommt noch. Okay. Ich würde sagen, ich glaube, wir gehen wirklich für das. Das ist gut. Der will aber zu viel. Wir geben mal das alles, was wir natürlich machen können. Okay, das wird schwierig. Das wird schwierig mit den diese Spiele zu verpflichten.
Okay, dann wird es wohl nichts. Schade. Das Probetraining beginnt. Okay, 16. gegen 5. Okay, der kommt, ja. Der kommt. Okay, der Innenverteidiger kommt auch. Das ist hier und glaube ich registrieren kann ich den nicht. Okay, nein, es funktioniert nicht. Dann werde ich den. Oder ist er schon in der Reserve? Der ist schon in der Reserve. Okay, das ist gut. So, der Innenverteidiger kommt auch. Der Stürmer kommt auch. Natürlich nicht der krasseste Stürmer. Aber dann hätten wir wenigstens mal einen. Ich glaube auch, der Stürmer ist besonders motiviert, viele Tore zu schießen, wenn er 11.000 Franken erhält, nur für den Klassenerhalt. So. Sind diese alle in der Reserve, das ist gut. Warum spielt er dann nicht Stürme? Taktiken. Ist fit. So, und dann noch die U19. Ist fit. Das ist in Ordnung. 10 zu 0 haben sie zuletzt verloren. Aber vielleicht können wir jetzt dann mit diesem Team dann auch noch etwas reißen. Und auch noch ein bisschen nach oben kommen. Die U19 ist ja schon gut.
das passt auch. Ja, im Torwarttraining sind wir sau gut. Hier auch im Transferbereich sind wir sau gut. Wir mal noch schnell schauen hier. Das ist ja alles klar. Das ist natürlich auch alles klar. Wir haben da nicht gute Spiele. Und dann schauen wir jetzt mal. Der kommt raus. Der kann. Kann ich jetzt schon wieder. Ist nicht hier. Muss ich hier dann auf die Tribüne setzen? So, genau. Dann nur die unbesetzten Positionen. Eben, die sind alle nicht registriert. Dann gehen wir, glaube ich, wieder rein. Wieder in die Sofortberechnung. Okay, 1 zu 4 hat noch nicht viel gebracht. Aber wenigstens 500 Leute. Wollen sich das Spektakel jedes Mal ansehen, wie wir auf die Nüsse bekommen. Dann kritisieren wir nochmal schnell. Das geht nicht. Auch nicht. Strafen. So, der akzeptiert seine Verwarnung. So, weiter. So, bis Match Fitness, bis Match Fitness, wenn die überhaupt müssen. Wir halten mal eine Mannschaftssitzung ab. Ist genau die Reaktion, die ich hören will. Was die Mannschaft ist trotzdem bereit, noch etwas zu ändern. Das ist schon mal gut, als wir hatten die Mannschaft noch nicht ganz verloren. Jetzt sind sie einfach ein bisschen in der Pflicht. Hier diese Wende einzuleiten. Das lassen wir so. In ziemlich genau 2 Monaten können wir dann unsere Spieler endlich registrieren. Und ich glaube, dann wird es auch wieder ein bisschen aufwärts gehen. Wenn wir dann wirklich Spieler haben, die auch ein bisschen eine Qualität haben. Vielleicht können wir dann auch ein bisschen Änderungen vornehmen. So. Berichte.
Okay, wir können es mal versuchen, mal schauen, was. Das wäre dann ein Transfer innerhalb der Liga. Das ist gut. Wo sehe ich jetzt schon wieder das Resultat? Ah, okay, die Reserve verliert. Ah, da, genau. 3 zu 1 verlieren sie. Aber ein gutes Spiel gemacht. Spiel aus dem A-Kader zur Leihe. Rami Fayez in Ordnung. Aber ich glaube, die müssen sich jetzt auch erstmal anspielen. Okay. Das könnte wieder nichts werden. Teilzeit. Okay. Bin ich bereit, diesen Betrag zu zahlen? Ich glaube nicht. Verhandlungen abbrechen. Zeige fortführen. So. Das ist eingestellt. Also dann. Habe ich den nicht schon auf die Transferliste gesetzt? Ich dachte, das müsste ich dann schnell anschauen. Richtig begeistert. Klar besser werden. Okay, wieder gegen einen 16-Jährigen. Dann schicken wir auf Trainerlehrgang. Vom Loben. Dann schaue ich schnell. Transferliste. Transferliste. Und Transferliste. Ich mach mal nein. Wie dient noch so viel der? So. Dann schauen wir mal, wenn wir jetzt noch einen solchen Spieler haben, der noch so viel verdient, dann ist es auch egal. Ich will wirklich ein Team aufbauen und nicht nur vier Spieler haben, die etwas können und der Rest dann einfach Ergänzungsspiele. So. Da sind sie in Arbeit. Okay, das ist viel zu teuer. Viel zu teuer. Okay, unsere U19 hat wieder eine Niederlage kassiert. Keine herausstechende Leistung von jemandem.
Kann ich diese eigentlich auch ausschalten, dass ich diese Berichte nicht erhalte? Mitarbeiter Spiel. Das passt. Testspiel halt manchmal. Das hier und Berichte. Okay, nein, das geht nicht. Oder vielleicht finde ich es gerade nicht. Also wenn ihr es wisst, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. So, weiter. Wir sind Favorit. Okay, das müssen doch Punkte sein. Da müssen doch einfach Punkte jetzt herkommen. Ich glaube, wir gehen wieder mit deiner offensiveren Taktik ran. Ich glaube, wir gehen mit einer offensiven Taktik ran. Weil natürlich, wenn die jetzt punkten ist, wird es dann für uns wieder schwierig. Dann wäre es gut, wenn wir da die 3 Punkte holen können, damit sie uns nicht davonziehen können. Weil sonst müssen wir dann schauen, dass wir auch gegen ein Top-Team Punkte holen in der Rückrunde. Okay, das ist auch noch nicht gut. Das ist der Unentschlossene, ja, genau. So, das ist in Ordnung. Bis Match Fitness. So, was wir noch schnell machen ist, den in die Reserve schieben. Oder sollen wir den gerade. Nein, in die Reserve, das ist eigentlich fast schon ein bisschen besser. Machen wir die noch verfügbar. Karte verfügbar. Verfügbar für die U19. Ist in Ordnung. Wir gehen da mal auf kontrolliert. Dann sollte das funktionieren. Taktik-Meeting, nur unbesetzte Positionen. Und dann sollte das doch passen. Gehen wir mal rein. Okay, 2 zu 6. 2 zu 6 verlieren wir. Okay, das wird dann immer wie schwieriger. Weil auch Kival gewinnt. Haben die alle? Die haben alle Spiele unter Vertrag. Ja, die haben alle natürlich Spiele unter Vertrag. Und wir halt nicht. Sind wir eigentlich aufgestiegen letzte Saison? Fernsehinfo. Ja, wir sind aufgestiegen. Okay,
Geht vielleicht darum haben wir keine Leute, aber wir haben wenigstens geht das Budget nach oben. Schauen wir schnell hier. Sind mit fast 5 Millionen dann Ende Saison rauskommen. Okay. Und ich denke, wir gehen dann in der nächsten Folge weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns auch dann. Bis dann.